So, hey Leute und damit auch willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinotope. Ja, und was haben wir eigentlich letztes Mal gemacht, denn die Folge ist auch schon ein wenig her. Ihr wisst ja, dass an dem einen Tag keine Folge gekommen ist und ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, Skalter, warum lag da, woran lag das denn eigentlich? Und ja, tatsächlich hatte ich vergessen, die Audiospur dieser Folge aufzunehmen und ich kann euch mal zeigen, was wir in dieser Folge geschafft haben. Richtig, ich habe einfach den Wald, der hier war, beziehungsweise den kleinen Obstgarten, den habe ich quasi entfernt und hier schon mal den Grundriss, oh hallo, da hat jemand was zerstört, den Grundriss eines neuen Gebäudes erstellt. Und wer aufgepasst hat, der weiß auch, um welches Gebäude es sich handelt. Ich habe ja nämlich erzählt, dass ich bald mal irgendwann alle Städte mit einer U-Bahn quasi verknüpfen möchte. Das habe ich mit diesem Gebäude auch schon getan, wo man hier auch schon sieht, da muss ich noch irgendwas tun. Und so geht das nicht weiter hier. Naja, auf jeden Fall, Leute. Habe ich hier schon mal angefangen, ihr seht von innen, da ist noch sehr, sehr viel Bearbeitungsbedarf. Das waren erstmal so die ersten Überlegungen. Ich dachte auf jeden Fall zwei Seiten und die eine Seite habe ich sogar schon angefangen. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal runtergehen, wir sehen, es ist sehr dunkel, habe ich Fackeln mit. Ja, wollen wir mal nach unten gehen und dann sehen wir auch schon. Wow, also ich finde es eigentlich ziemlich geil. Könnt mal auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ist noch nicht fertig. Das war halt so der erste Entwurf. Ich weiß nicht, ich saß da an einem Wochenende mal ein bisschen länger dran. Und ja, auf jeden Fall, also ich bin sehr überzeugt davon, aber ihr könnt mir natürlich eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Ihr seht auch schon hier, da muss ich auch nochmal überlegen, wie ich das am besten mache, ob ich das hier mit Fackel mache, beziehungsweise ob ich das jetzt hier mit normalen Cobblestone-Treppen mache oder aber, so wie ich es hier gemacht habe, mit diesen schönen Treppen. Das ist halt die Frage, was besser aussieht, was mehr nach U-Bahn aussieht. Ich weiß es nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Art ihr besser findet. Ich werde erstmal, glaube ich, jede in einer... Genau, jede Seite verschieden machen und dann am Ende könnt ihr ja mal schreiben, was ihr besser findet. Ihr könnt ja in den Kommentaren mal darüber abstimmen. Dann werden wir das erstmal hier vollenden. Ist auch schon mit der Dunkelheit, da muss ich doch irgendwas tun, damit man es im Shader auch schon sehen kann, ohne dass es zu dunkel ist. Weil ihr seht schon hier, auch mit dem Glowstone, also ohne Shader reicht es, aber mit Shader ist es halt schon ziemlich dunkel. Deswegen müssen wir nur noch mal gucken, ob es da nicht noch eine Lösung gibt, wie man das irgendwie heller bekommt. So, Science haben wir auch, denn ich dachte mir, wir machen das einfach so wie früher, wie man so, zum Beispiel, man kann ja heutzutage mit ganz vielen anderen Mitteln bauen. Aber ich finde einfach immer noch so die, ja, die Arten, wie man früher gebaut hat. Zum Beispiel, so habe ich früher Bänke gebaut in Minecraft, weil mittlerweile, es gibt sogar Bänke in Minecraft, also jedenfalls in diesem Modpack, die wir auch benutzen könnten. Aber ich finde eigentlich immer noch diese alten Bauweise immer noch ganz schön, deswegen dachte ich mir, wenn wir es einfach so machen. Ja, damit man sich auch hier hinsetzen kann, einfach so und auf dem Zug warten kann. Genau, es ist auch noch die Frage, wie wir es am besten schaffen oder ob das überhaupt möglich ist nachher, dass wir quasi, ja, die Züge automatisch fahren lassen, dass man quasi einfach nur hier warten muss und alle, jede Minute kommt ja ein Zug vorbei, ein Minecart. Wenn das automatisch gehen würde, das wäre natürlich super, ne? Das ist quasi von, ja, hier in Richtung, keine Ahnung, alle anderen Bahnhöfe geht und von hier kommt es dann wieder irgendwann. Da müsste man wahrscheinlich mehrere Minecarts losschicken. Das ist natürlich die Frage, wie man das am besten macht. So. Also ihr seht, hier muss auf jeden Fall noch sehr viel getan werden. Hier steckt noch sehr, sehr viel Überlegungen drinnen, die noch gemacht werden muss. Aber das Grundprinzip an sich, also ich bin zufrieden, ne? Deswegen, also ich wäre auch, bin mal gespannt, was ihr so von diesem, ja, von dieser Metro bisher haltet. Ob ihr so meint, ja, es sieht gut aus oder eher so, naja, ne? Wie gesagt, ich bin froh darüber. Also ich bin relativ zufrieden hiermit. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was ihr hier zu sagen habt. Genau, haben wir jetzt auch schon fast fertig. Also wie gesagt, viel fehlt da nicht mehr, ne? Also, okay, eigentlich fehlt da noch sehr viel, weil ich muss ja noch die ganzen Tunnel nachher graben. Guck ich mal das hier an. Du musst noch... Boah, es dauert ewig, Leute. Also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr großes Vorhaben. Und ich freue mich natürlich über alle, die mich da unterstützen. Genau, was können wir denn nochmal hier? Noch ein paar Stone Bricks. Gut, deswegen, also wenn ihr mich unterstützen wollt, das wäre wirklich super. Ihr könnt auch nochmal einen Daumen nach oben geben, wenn ihr das Video, aber wenn ihr generell diese Idee auch gut findet. So. Gut, dann wollen wir mal... Oh Leute, ihr müsst ja noch sehr, sehr viel machen, ne? Also erstmal das alles auszuheben, das dauert noch eine Weile, aber... Das schaffen wir schon. So, wer sich jetzt fragt, Askalda, was ist eigentlich mit dem letzten Video passiert? Kannst du nicht irgendwie herstellen? Das war nämlich so, ich hatte es aufgenommen. Es ging um die 20 Minuten. Wollte es dann hochladen und hab dann gemerkt, Moment mal, wo ist die Audiospur? Die war nämlich auf einmal nicht da. Das war natürlich dann ein bisschen nervig und tatsächlich habe ich sie anscheinend, entweder hat sie sich selber gelöscht oder ich habe sie wohl nicht richtig gespeichert. Das war natürlich schon so ein bisschen, wo ich mir dann dachte, ach nee, oder? Das war schon ziemlich ärgerlich, aber kann man leider nichts machen, das kann passieren. Kann jedem passieren, Leute, also von daher tut mir da leid, wenn dann ein Tag mal keine Folge Dinotopia kam. Aber wisst ihr auch, dass ich momentan wirklich sehr beschäftigt bin, das heißt auch dieses Video zu machen ist mir gerade, fällt mir gerade momentan sehr, sehr schwer, weil ich eigentlich tausend andere Sachen machen müsste. Achtet mir dann einfach, nee Leute, ich mache jetzt einfach mal ein Video,
Na, einfach weil ich jetzt Lust drauf habe und auch weil ich, ja, euch natürlich auch mit Dinotopia unterhalten möchte. So, und ich hoffe auch, dass ich bald, ja, nicht mehr so beschäftigt bin wie vorher. Aber das Problem ist, Leute, muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass ich, ja, dass bei mir bald etwas ansteht und ich deswegen leider nicht so die Chance habe, aktiv Videos zu machen. Ich habe ja schon erzählt, dass es mir mal schlechter ging und ja, auf jeden Fall, da wird was auf mich zukommen, was mich dann so für ein paar, ja, Wochen außer Kraft setzen wird, genauso gesagt um die 3 Wochen. Und wie gesagt, das kann dann sein, dass nur jeden zweiten Tag ein Video kommt zum Beispiel. Ja, also, ja, frage ich mal euch, ob das okay ist, ob ihr meint, Askal, das ist kein Problem, das kann jedem mal passieren, wenn du beschäftigt bist, dann verstehen wir das. Oder ob ihr meint, nein, das Kalte, das ist deine Pflicht, jeden Tag ein Video zu machen, wenn du keine Videos machst, der Abo, Dislike. Ne, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, also wenn ihr jetzt meint, so eine Leute gibt es, die so herzlos sind? Ja, Leute, so eine Kommentare habe ich teilweise auch schon gelesen, wo ich mir dachte, oh mein Gott. Naja, ich meine, ich habe ja noch 1000 andere Sachen zu tun und manchmal, ja, hat man ja auch erstmal ja mal länger außer Gefecht gesetzt, ne, wenn man dann irgendwie, weiß nicht, auf Reha ist oder so. Und dann, wie gesagt, dann, ich versuche da so schnell, also so viele Videos wie möglich zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jeden Tag schaffe dann. Deswegen, also ich muss dann wahrscheinlich vorproduzieren und ich glaube, ich schaffe dann leider nicht jeden Tag ein Video. Also ich werde es versuchen, Leute, das ist klar. Ich bin halt so beschäftigt, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe. Also ich hoffe mal, ihr seid mir da nicht böse. Wie gesagt, ist jetzt auch erstmal nur, ist so der nächste Monat, wo ich sehr, beschäftigt bin. Oder eigentlich bin ich immer beschäftigt, aber der nächste Monat ist besonders beschäftigt, also die kommenden 40 Tage. Ja, also wie gesagt, Leute, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse und mein Askal, da kein Problem, kein Problem. Ne, beziehungsweise die kommenden 30 Tage eher. Also ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, ne. Also könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, was ihr meint, ob ihr meint, Askal, du bist schon so ein Schlawiner, das verzeihen wir den nie. Oder ob ihr meint, nee, Askal, das ist vollkommen okay. Ja, da bin ich mal über eure Meinung gespannt. Gut, dann müssen wir auch mal wieder hier zu unserer Kiste gehen. Ein Glück, dass ich welche erstellt habe. Ich glaube, ich werde lieber mal den Shader ausmachen, weil das sieht einfach zu milchig aus. Ja, ich meine, der Shader, den ich jetzt drin habe, der sieht auch gleich schon viel besser aus. Ne? Nicht mehr so milchig, auch ein bisschen heller. Also somit kann man gleich schon viel besser bauen, finde ich. Gut, diese Treppe nehmen wir auch nochmal mit, bevor sie hier weiter rumbackt. Gut, und dann haben wir hier schon mal den Grundstein gelegt eigentlich. So, dann wollen wir mal... Genau, hier müssen wir dann aber auch nochmal was machen. Hier kommen dann nachher die normalen Stonebricks rein. Und wenn ihr euch mal fragt, wie viele... Ja, wie lange das hier gedauert hat ungefähr, ne? Ich will ja nicht sagen mehrere Stunden, aber tatsächlich hat das mehrere Stunden gedauert, ne? Also viele denken immer, ah, Askal, der nimmt mal so ein bisschen auf, so ein paar Minuten, und dann hat er hier gleich eine richtig tolle Welt. Aber nee, Leute, dahinter eigentlich, hinter den Videos, steckt noch ganz viel weitere Arbeit, was viele gar nicht wissen. Die denken einfach nur, ach, ein Video und schon, zack, ist die ganze Welt anders. Nee, Leute, also teilweise sitze ich da wirklich stundenlang, ja, am PC, um da quasi die Welt ein bisschen aufzupeppen, um sowas hier quasi schon mal zu bauen. Ja, aber viele wissen das gar nicht. So. Deswegen, das nimmt halt auch noch sehr viel Zeit in Anspruch, die ich mir aber auch immer gerne nehme, weil es halt natürlich auch sehr viel Spaß macht, ne? Ich meine, jeder von euch macht wahrscheinlich auch gerne Minecraft, genauso ich. Mir bringt das auch super viel Spaß. So, aber es ist natürlich auch zeitaufwendig, was halt auch viele vergessen. Ich bin auch wieder schreiben, was kalt, jeden Tag 1000 Videos, bitte. Wo ich mir auch denke, das ist genauso mit Minecraft Dimensions, was ich auch letztes Mal gelesen hatte. Ja, viele haben sich ja gefragt, Askal, warum kommt eigentlich kein Minecraft Dimensions mehr? Und die Begründung ist einfach, dass ich ja, wie gesagt, dass ich halt mit Minecraft Dimensions war es so, dass ich jeden zweiten Tag theoretisch noch ein Video machen hätte müssen. Aber ich habe es einfach zeitlich gar nicht geschafft. Und zumal ich ja halt momentan sehr beschäftigt bin und dann halt auch mit Basti einen gemeinsamen Aufnahmetermin zu finden, das war jetzt nicht so einfach. Weil ich dann teilweise erst um, ja, 12:30 zu Hause war, beziehungsweise fertig war, mit dem Ding, die ich zu tun hatte. Und dann noch, ja, eine weitere Folge aufzunehmen, das war mir da nicht möglich. Ja, das tut mir auch so ein bisschen leid jetzt, weil, ja, wie gesagt, es hat mir auch viel Spaß gemacht, Minecraft Dimensions. Es war wirklich ein witziges Projekt. Und es war auch mal das erste Projekt, das ich mal mit anderen Leuten gemacht habe. Aber, wie gesagt, es ist halt, ich kann leider, ich bin ja keine Maschine, die 1000 Stunden da was machen kann. Ich brauche auch nochmal Schlaf. Wie gesagt, ich schlafe momentan 5 Stunden ungefähr. Und... Ja, wie gesagt, wenn ich noch Minecraft Dimensions dazu käme, dann wären es 4 Stunden. Und das ist, ja, es tut mir momentan ein bisschen leid, dass ich da so beschäftigt bin, aber es ist halt leider so, ne? So älter man wird, desto beschäftigter wird man leider. Ja, vielleicht kennen das ja auch einige von euch. Vielleicht welche, die viele Hobbys haben, die in Sportvereinen aktiv sind, die vielleicht auch, ja,
generell viel Freizeit irgendwie nutzen und ganz viele Dinge vorhaben. Vielleicht werden sich da auch die ein oder anderen mit identifizieren können. Gut, dann wird das ja auch geschafft. Ich werde das jetzt mal auf dieser Seite, aber mit den Cobblestone-Treppen bauen. Und ich bin mal gespannt, was besser aussieht. Wie gesagt, ich bin doch der Meinung, dass die anderen Treppen besser aussehen, also die Stonebricks-Treppen. Aber egal, wir probieren es einfach mal aus, ne, pro Seite. Ich glaube, ich werde das so machen, dass ich einfach, ja, weil die Cobblestone-Treppen einfach günstiger sind, dass ich einfach erst alles vor der Stonebricks mache, hier in der Metro. Und dann später, wenn es in den Tunnel reingeht, wo man sowieso nichts mehr sehen kann, da kommen dann diese räudigen Cobblestone-Treppen. Könnte man machen, ne? So die Frage, ob das so toll wäre. Gut, dann das mal hier fertig machen. Ja. So, aber wie gesagt, mit dem Licht, da muss ich nochmal gucken, weil, wie gesagt, mit Shader ist das unmöglich. Normalerweise würde es gehen. Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal eine Lösung finden. Gut, Fackeln habe ich jetzt auch nicht mehr viele. Ich nehme einfach eine mit. Wir gucken mal. Genau, hier muss ich dann auch noch... Oh, Leute, das wird noch lange, lange dauern, bis wir hier fertig sind. Genau, Railways habe ich jetzt auch keine mehr. Aber es ist auch nicht so schlimm, Leute. Wie gesagt, es ist halt noch, steht noch am Anfang einer großen Revolution hier. Ein Bahnhof in Minecraft. Also wie gesagt, das ist eher so eine U-Bahn, ne? Aber ich finde die eigentlich ziemlich cool. Man muss auch sagen, gerade wenn man so unsere Stadt aussieht, diese U-Bahn ist einfach auch riesig, ne? Hier könnten theoretisch hunderte Leute lang, jeden Tag. Das gleiche müssen wir übrigens noch auf der Seite hier machen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr meint, Askalter, veränderst du nochmal so ein bisschen, dann könntest du natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auch hier am Überlegen. Ich finde das Glasdach, das passt einfach nicht so zum U-Bahn-Stil. Ich bin auch am Überlegen, ob man das vielleicht aus Bricks macht oder was man da hier noch machen könnte, vielleicht ein Muster reinbringen. Wenn ihr da eine Idee habt, einfach mal in die Kommentare schreiben, weil das wäre echt cool. Genau, ansonsten, Leute, war es dann nämlich auch wieder erstmal, guck mal, hier habe ich zum Beispiel auch den Glowstone vergessen, war es dann nämlich auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat und ihr generell diesen Bahnhof cool findet und ihr, ja, wollt, dass ich hier noch weiter dran baue, dass wir nachher so ein richtig geiles System haben, also eine U-Bahn, die uns überall hinführt in der gesamten Welt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, mich würde es freuen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch weiter viel Spaß. Mach's gut und dann bis zum nächsten Mal.